Oder. Ein herzliches Quack und willkommen zurück zur nächsten Folge Stranded Deep, unserem Survival Let's Play. Ja, ich war gerade schlafen gewesen im Anschluss an die letzte Folge und bin gerade aufgewacht und hab mal so geguckt. Bisschen knurrt der Magen. Ein bisschen wollen wir auch wieder was trinken. Deswegen würde ich sagen, schnappen uns hier gerade mal zwei Kokosnüsse. Und die zerlegen wir hier einfach mal. Da müssen wir einfach gerade mal die Schale von abmachen. Von oben hört ihr gerade dieses Knack. Das ist, wenn wir die direkt von den Bäumen pflücken, da ist da oben noch dieser Stumpf dran. Den müssen wir dann noch entfernen. Und jetzt haben wir hier schon zwei trinkbare Kokosnüsse. Und die tun doch gut. Schöne Kokosnussmilch am frühen Morgen. So schlimm kann es hier auf der Insel gar nicht werden. Damit es allerdings auch wirklich genießbar bleibt, müssen wir uns natürlich so ein bisschen was an Ressourcen sichern. Und natürlich auch einen Unterschlupf, falls es hier mal zu regnen anfängt. Denn das kann alles kommen. Wir müssen auf alles gefasst sein. Aber jetzt erstmal noch ein bisschen frühstücken hier. Bei so einer Aussicht, ja. Bei so einer Aussicht. Da lässt es frühstücken, oder? Gucken gerade mal. Ja, komm, das Stück geht noch. Da sind wir auch gestärkt. Wir haben ja ein bisschen was vor heute. Und zwar wollen wir ja als erstes unsere Hütte erweitern. Stabilisieren, erweitern. Was wir dazu brauchen, ist mehr Holz. Wir brauchen als allererstes mehr Holz. Dann nehmen wir gerade die Palme. Die ist zwar nicht sonderlich groß, aber ein bisschen Holz wird auch die geben. Eventuell zwei Stämme kriegen wir hier raus. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Na, sogar nur ein. Aber es alles gut, alles gut. Mit zwei Stämmen haben wir genug für unsere nächste Foundation. Und genau die wollten wir doch. So, dann müssen wir hier einmal den Stamm zerarbeiten. Da gehen wir auch mal in die Hocke, dass wir ein bisschen näher dran sind. Dann geht das Ganze nicht so aufs Kreuz, wenn wir uns immer so nach vorne beugen. Sondern der Kräfte sparen, wo es nur geht. Und setzen hier direkt unsere nächste Platte nebendran. So, das ziehe ich einfach mal so ein bisschen. Oh Gott, da hängen wir an den Steinen. Das war vielleicht gar nicht so die beste Idee. Oh Gott, da brauchen wir wieder ganz schön viel Kraft. Nur hier einmal rüberziehen. Nein. Boah, ich hoffe, jetzt ist hier nichts von der Plane kaputt gegangen. Und da hatten wir es gerade noch von gehabt, ne? Müssen wir mal gucken, bevor es anfängt zu regnen. Naja, aber bei den Temperaturen lässt es auch im Regen glücklicherweise noch aushalten. Wir heben gerade mal das Ganze noch rüber, denn die Palmwedel brauchen wir natürlich auch wieder. Hier wird nichts liegen gelassen, alles kann verwertet werden. Und ich würde sagen, wenn der Regen aufgehört hat, müssen wir neben der Base uns erstmal auch um unser Essen kümmern und uns eventuell ein Feuer machen, eine Feuerstelle. Einfach weil Nahrung, wir brauchen die Energie und nur von Kokosnüssen, weißt du, ich habe hier schon ein paar Krebse gesichtet. Wird vielleicht auch ein paar kleine Fische im Wasser geben, die wir hier fangen können. Wie wir das anstellen, müssen wir schauen. Wahrscheinlich müssen wir das in Speer machen. Aber das kriegen wir hin. Auf jeden Fall Nahrungssicherung steht natürlich auch oberste Stelle. Ganz klar. Und zack, da ist er durch. Jetzt ziehen wir hier noch ein bisschen hinter und dann wird auch der wieder zerlegt. Vier Stöcke bekommen wir aus so einem Stamm raus. Das heißt jetzt noch einen und dann haben wir wieder 10. Müssen gleich nochmal zählen, wie viele Steine wir hier haben. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Steine. Das ist ganz gut.
Man braucht 6 Steine, glaube ich, um an die, um an eine Feuerstelle drum zu legen. Dann haben wir noch einen übrig. Vielleicht finden wir ja noch einen. Wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Denn irgendwann werden unsere Werkzeuge, wie wir sehen, auch kaputt gehen. Und dann müssen wir die auch wieder erneuern, sozusagen. Und neue herstellen. Da muss man schon an alles denken. Hopp, da gehen wir wieder in die Hocke, ist leichter. Und der 10. Schlag. Da ziehen wir hier einmal auf die Seite, denn da soll ja die nächste Foundation hin, im Endeffekt. Die Teile zerlegen wir auch noch. Und dann geht es schon weiter mit den nächsten Foundations. Denn wie gesagt, die Feuerstelle will ich eigentlich ungern bauen, wenn es hier noch regnet. Ich meine, sowas wie Feuer überdacht funktioniert leider noch nicht. Sonst würde man sowas bauen. Genauso auch das Holz kann auch nicht nass werden. Sonst hätte ich natürlich das auch irgendwie. Baut man als erstes ein Shelter mit einer Hütte mit einem Dach drüber oder so. Erstmal, dass man da die Materialien, die nicht nass werden sollen, drunter legen kann. Ist im Moment allerdings noch nicht nötig. Würde ich aber dran denken. Nur so, dass man da schon mal Bescheid weiß. Ja, aber ich bin echt gespannt, in welche Richtung das hier alles noch erweitert wird und was noch so dazu kommt an Features. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall erstmal unseren Hammer und gehen hier einmal zack, Foundation, zack, nebendran. Eventuell geht hier noch eine nebendran. Das müssen wir uns gerade mal anschauen. Tatsache, dann haben wir hier 4 breit. Eventuell geht hier sogar noch eine nebendran. Sehr wahrscheinlich sogar. Das ist perfekt, denn da können wir uns echt eine schöne Hütte aufbauen. Da können wir uns definitiv eine schöne Hütte aufbauen. Und ich würde sagen, wir brauchen mehr Holz. So, da hinten ist ja noch eine große Palme. Hier sind generell noch ein paar kleine. Ah, hier haben wir die Kartoffelpflanze. Perfekt. Nehme ich. Kartoffeln sind immer gut. Ob wir da Bratkartoffeln rauskriegen, das weiß ich nicht. Habe ich noch nicht probiert. Generell, ich weiß, wie man das vorher macht. Benutzt habe ich es allerdings noch nicht. Kam neben den Aufnahmen immer mit den Kokosnüssen ganz gut zurecht. Zumal hier überall bestimmt auch noch mehr als genug sind. Und natürlich auch auf den benachbarten Inseln. Und ich habe gerade gedacht, da wäre wieder ein Hai geschwommen. Aber er hält sich mal fern. Er hält sich mal fern. Oh, da hängen wir irgendwie noch an der Palme dran. Das war natürlich nicht Plan der Sache. Mal unter unseren Füßen sozusagen die Palme wegzuschlagen, wäre nicht die allerbeste Idee. Würde ich jetzt mal so behaupten wollen. So, da müssen wir auch aufpassen. Ich weiß nicht, ob wir von den Kokosnüssen getroffen werden können. Will allerdings auch nicht der Erste sein, der davon berichten kann, dass ja, man kriegt davon Schaden. Das wäre ein bisschen doof. So, der ist aber ganz schön. Boah, irgendwo hängen wir. Boah, jetzt haben wir es wieder. So, ganz schön langes Stück hier. Und ich würde sagen, wir gehen hier einfach schon mal mit 2, 3, 4, 5, 6 Steinen nach hinten, die wir einfach hier schon mal sichern, dass wir die ja für nichts anderes verschwenden, verbrauchen, wie auch immer. Einfach weil wir die für unsere Feuerstelle auf jeden Fall brauchen. Also ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Ich würde sagen, die machen wir jetzt eventuell auch schon. Ob wir dann nur 4 Sticks brauchen, ich weiß es gerade gar nicht. Es kann sein, dass wir da 4 Sticks nur von brauchen. Sieht aus, als ob wir mehr bräuchten. Sieht aus, als ob wir mehr bräuchten. Wir nehmen einfach mal die 2 noch mit. 6 Stück sollten hoffentlich lang. Campfeuer, 5 Sticks, okay. Campfeuer, ja, das würde ich sagen, machen wir hier hin. Also an den Steinen ist eventuell ein bisschen windgeschützter dann das Ganze. Okay, natürlich nicht zu nah hier an unser Life Raft. Das soll natürlich nicht irgendwie
angekokelt werden. Das wäre nicht, was wir wollen. Und jetzt tragen wir hier gerade mal Stein für Stein nah ans Feuer ran. Damit wir hier schön uns eine Feuerstelle draus machen können. So, einen Stein brauchen wir noch, wenn mich nicht alles täuscht. Tatsache und Firepit. Ein Campfire, 6 Steine. Zack, so sieht das Ganze aus. Und jetzt, meine Freunde, Achtung, haltet euch fest. Ein Stick haben wir schon. Da brauchen wir noch ein bisschen hiervon. Und noch ein paar Sticks. Und dann können wir was richtig Cooles draus machen. Das werden wir auch gleich mal benutzen. Wir müssen mal gucken. Hunger haben wir definitiv. Da könnten wir uns mal so eine erste Grabbe brutzeln. So, dich nehmen wir mal mit hier. Hoppala. Einmal zerlegen. Was sagt denn die Uhrzeit generell? Uhrzeit generell sagt 13. Oh, das wäre 1337. Ich hab's gerade noch gesehen. Ja. Unfassbar gut. Unfassbar gut. Okay, wir brauchen definitiv hier. Achso, nee, den wollte ich gar nicht aufnehmen. Langt eventuell eins schon. Fires Pit. Allows automated cooking. Zack. Und jetzt, Obacht. Wir haben hier noch einen Stein, ja? Was wir mit dem jetzt machen, ist einfach richtig cool. Wir legen hier noch unsere Seile sozusagen hin. Dann zack, seht ihr schon, haben wir einen Weg gemacht und dann ist es alles sozusagen miteinander verbunden. Den Stein. Noch einer. Noch einer. Zack, den zerlegen wir hier in kleine Splitter. Und jetzt. Machen wir uns da. Ein Messer könnten wir uns draus machen. Wir haben aber noch ein funktionsfähiges. Deswegen Speer. Wir haben einen Speer und jetzt geht's erstmal auf die Jagd, denn wir haben Hunger. Ganz recht, wir haben Hunger. Wir brauchen was zu futtern. Wir könnten zwar hier eventuell die Kartoffeln dran machen. Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Kartoffeln legen wir dann demnach erstmal hier neben ab. So, unser Feuerzeug lassen wir da noch liegen. Wir gehen jetzt erstmal kurz auf die Jagd und schauen mal, was wir hier so finden. Krabben hatten wir hier auf jeden Fall gesehen. Irgendwo war doch ein Krabbennest relativ am Ufer. Hier sind doch einige. Da, das ist doch. Das sind doch. Das sind doch 2 schöne Brummer gewesen. Oh, der. Oh, geil. Und du bist genauso groß. Ah, komm. Einen braucht die Familie noch. Als Aufpasser. Lass mal dich mal am Leben. Die sollten auch erstmal genügen, hoffe ich. Wir nehmen gerade mal unser Feuerzeug. Nehmen hier noch so eine Kartoffelpflanze mit, genau. Wachsen ja glücklicherweise nach. Sehr schön das Ganze, sehr schön. Hier einmal unser Feuerzeug. Die Kokosnuss darf zurück. Da können wir gleich draus trinken, aber jetzt noch nicht. Und zack. Sehr schön, funktioniert. Hängen wir unten. Aufgespießt, dran gehängt, unsere Krabbe, zünden das ganze Feuer an und ja, wie wir sehen werden, wird hier irgendwann die Krabbe auch fertig sein. Ich weiß nicht, ob ich noch anderes Fleisch. Ah, ich kann noch kein anderes Fleisch dranhängen. Legen wir aber einfach schon mal daneben. Falls die erste Krabbe fertig ist. Und genauso auch das Feuerzeug. Das könnten wir eventuell hier aufbewahren. An unser Bett finden wir es auch wieder.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich würde jetzt trotzdem nochmal hier ins Meer gehen wollen und eventuell schauen, ob wir hier ein paar Fische noch gefangen bekommen, damit wir so ein bisschen Abwechslung haben. Komm, da schwimmt doch was. Ah, zack. Komm, haben wir noch was anderes außer Sardinen? Was ist das hier? Das sind Blubberblasen. Da pass mal ein bisschen auf. Na, eine Sardine kommt, die kriegen wir noch. Für den Anfang genügend, würde ich behaupten wollen. Die sieht doch eigentlich ganz vorzüglich aus. Ich weiß leider noch nicht, wie das funktioniert, weil ihr seht schon, die sieht echt ganz gut aus, aber noch nicht ganz fertig, weil dann wäre es, glaube ich, eine Cooked Crab oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir legen erstmal die Fische auch hier neben ab. Komm, was soll's. Ding. Ach nee. Was ist das jetzt? Cooked Crab. Das macht Ding wie bei. Das ist hier genial. Und der nächste Fisch. Sehr cool. Sehr cool. Ding, werden wir mit der Küchenglocke darauf hingewiesen. Ah, da ist Essen fertig. Fängt schon wieder an zu dämmern fast, ne? Bald wird es wieder dunkel. Ich würde sagen, komm, dann zerlegen wir hier einfach noch den Baum zu Ende. Aha, die Fische sind also schneller. Okay, das merken wir uns. Wir gucken mal auf unseren Hungeranzeiger. Essen wir hier so eine kleine Sardine und zack, einen weniger. Sehr schön, sehr schön. Und wir legen jetzt hier die Palme einfach weiter, komm. Muss gemacht werden. Wir ziehen den gerade nochmal ein bisschen weiter vor. Hier liegt noch der Steinsplitter. Den sollen wir natürlich nicht übersehen. Brauchen wir eventuell für ein Messer, falls uns das kaputt gehen sollte. Katsching. Sehr geil, sehr geil. Renn ich auch einfach mal hin. Ich will es ja nicht verbrannt haben. Da müssen wir definitiv drauf achten. Okay, das heißt wahrscheinlich immer so zwei von den Krabben oder Tierchen generell Fisch und ein Hungerbalken schwindet. Sehr gut, gefällt mir. Finde ich auch sehr human. Also kann man so doch umsetzen. Und jetzt nicht, dass man ewig lang bräuchte, weil die kleinen Fischchen gibt es am Ufer echt genügend. Genauso auch die Krabben, ihr habt es gesehen. Das ist, denke ich, durchaus vertretbar. So. Dann legen wir gerade noch die letzte Sardine ran ans Feuer. Zack. Die wird noch verspeist. Und ja, so im Endeffekt knapp kommt es schon hin. Eine Foundation noch. Ich schätze mal, wir erweitern das Ganze einfach noch. Um eins auf die Seite, bevor wir in die Tiefe gehen. Einfach weil wir es können. Einfach. Weil wir es können. Wir können es tatsächlich. Und, oh Gott, wir können theoretisch noch weiter. Aber wir machen dann erstmal die Tiefe, ganz, ganz klar. Sehr schön. Gab einiges an Fortschritt heute. Das ist das Letzte, was wir jetzt in dieser Folge noch machen. Die Palmwedel werden wir uns noch beschaffen. Und dann würde ich sagen, heißt ab ins Bettchen und erstmal wieder schlafen, denn. Oh, unsere Axt ist kaputt. Wir brauchen. Ah, okay. Da haben wir schon eventuell eine Aufgabe für die nächste Folge. Wir brauchen wieder eine Axt. Ganz wichtig, aber wir haben hier keinen Stein. Da müssen wir einfach mal schauen. Sagt die nächste Grabbe dran. Wir gehen schlafen und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet wieder genauso viel Spaß wie ich. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euch einen schönen Tag, macht's gut und viel Spaß beim Überleben. Tschüss.